So, hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Hearthstone. Ja. 2-1 steht's und wir schauen einfach mal, was das Ganze noch bringt. Wir haben Wochenende. Werden jetzt wahrscheinlich ein paar Leute spielen, vor allem auf dem EOW-Server. Daher könnte es ein bisschen schwer werden, aber ich bin schon froh, wenn ich so 4 Wins kriege mit dem Deck. Wäre ich vollkommen zufrieden mit. Aber wir schauen mal, was das Ganze bringt. Wir spielen auf jeden Fall gegen einen Jäger. Gegen Lerastadu. Das ist okay, das brauchen wir nicht. Wir haben Coin. Wir könnten Yeti raus coin. Aber dann weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist, ihn zu behalten. Ich glaube, ich tue den auch mal weg. Und ich behalte mal Yeti und Brewmaster. Gut, mal so ein Ferrydeck. So, okay. Zwei Zweier-Drops. Yeti, Kultmaster. Ja. Ich coin auf jeden Fall ihn raus. Weil wir sowieso einen Zweier-Drop haben. Wir haben auch einen Dreier-Drop, sehe ich gerade. Cool. Eine wütende Berserker bekommen. Finde ich ja gut. Das Beste, was passieren könnte, ist, wenn er Heldenfähigkeit nur macht. Okay. Schauen wir erstmal, was es ist. Bevor ich irgendwas anderes ausspiele. Sprengfall. Okay. Okay. Also hat er nicht viel auf der Hand, um was zu spielen, oder was? Noch ein Geheimnis. Was ist da los? Das ist noch eine Sprengfalle. Er überlebt eine Sprengfalle, aber er ist dann von einem tödlichen Schuss weg. Aber wir testen das trotzdem mal. Oh, Snipe. Oh, fuck. Okay, das ist scheiße. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Ich hätte jetzt mit einer Sprengfalle oder mit einer Freezing Trap oder mit Misdirection. Hätte ich damit, hätte ich mit sowas hätte ich gerechnet, aber dann nicht. Da, ne, so, ne. Könnte Multishot haben. Aber ich will ein bisschen was auf dem Board haben. Er kann nicht von Arcane Shot anvisiert werden. Höchstens Multishot. Oh. Mysteriöse Kreativität. Ja, den werde ich aber nicht mit dem Yeti angreifen. So viel steht schon mal klar. Ich werde wahrscheinlich den Fairy Drake opfern. Und Rüssi ab. Weil mein Yeti will ich noch ein bisschen an Leben behalten. Wäre gut, weil wir ja nicht wirklich Drops haben. Oh, Fass. Okay. Oh. Und Arcane Shot. Hat er überhaupt Minions? Sieht nicht danach aus, als ob er Minions hätte. Okay. Okay. Den spiele ich jetzt einfach aus, damit ich was draußen habe. Weil sonst habe ich selber keine Minions. Derzeit. Na gut, der geht mit drauf. Er hilft ihm sein Schild auch nichts. Und wirklich was spielen wird er auch nicht können. Fiery War Axe. Ein bisschen was muss ich ja machen. Ich kann meinen Sea Giant nicht rausbekommen, weil ich nichts auf dem Board habe. Oder weil die ganze Zeit irgendwie nichts auf dem Board ist. Irgendwie voll das merkwürdige Match. Irgendwie voll das merkwürdige Match. Aber so, jetzt haut er raus, jetzt haut er raus. Ach ja. Mal gucken, hoffen, dass er keinen Deadly Shot hat. Hoffen, dass er keinen Deadly Shot hat. Rubashi.
Sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus, sieht nicht danach aus, dass er ein Deadly Shooter hat. Das war risky. Aber den risky Schein. Mach jetzt selber mal ein bisschen Druck. Ist die Runde los? Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Wie viel hat er denn? 2, 4, 6. Erreichen tut's nicht. Wenn er, außer er hat ein Fass. Sieht aber danach aus, als ob er ein Fass hat. Also sage ich schon mal GG. Nee, er hat kein Fass. Kann er gar nicht haben. Ja, GG. Komische Aktion. Aber okay. Aber okay. Kann fliegen. 2-1. Oh, Quest. Viktorin oder Jäger? Okay. Wie viel? Ja, 8 Tage verbleiben. 4. Test-Season. Ja, ja, ja. Okay, da geht noch ein Spiel. Ja, komm mal. 6 Minuten. Geht noch eins. Da geht noch. Da geht noch eins. Da nehmen wir nur eins mit. Ja, lief ja ganz okay. Lief ja eigentlich ganz okay. Das Spielchen. Ich hab das. Oh, gegen Duckfish. Hab das nicht so ganz verstanden, was das sollte. Den tue ich weg, den tue ich weg. Ich hoffe, das ist kein Fehler und ich krieg jetzt nicht zu blöde Karten. YOLO-Bomber. Ah, okay. YOLO Bomba. Oh, Fairy Drake. Gut. Na, no, ich begrüße niemanden. Das bringt Unglück. Fairy Drake. Fairy Draco. Coin. Harvest Gold. Ein Scarlet Crusader. Scarlet Crusader. Ja. In der Hoffnung, dass der Demolisher gleich die Scarlet Crusader trifft. Weil die wird auf jeden Fall den Fairy Drake wegmachen. Und ich hoffe, dass er nichts für den Demolisher hat, sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Okay. Ich hoffe halt, obwohl das wäre noch nicht mal so schlimm, wenn der Demolisher nicht die Scarlet Crusader trifft. Die Schmerzen sprechen. Gut. Aber klar, dass du gerade den triffst, du super Hirn. Ich könnte jetzt Risky spielen und ihn spielen. Oder ich könnte es zerschmettern machen. Risky spielen. Oder ich könnte Safety spielen. Ah, ich denke, ich play Safety. Ich denke, ich play Safety. Soll sie sich da mit zwei Karten ziehen, das kann ich nicht verhindern. Weil der Super Demolisher natürlich ein Echo Light getroffen hat. Du geiles Ding, du hängst, du. Ja. Ansonsten hat 8 Karten auf der Hand. Ist halt ziemlich doof. Das ist halt ziemlich doof. Gute Kombi sind die, weil jedes Mal wegen Schaden und wenn der einen von uns trifft und etc. Das ist halt nicht so schlimm. Oh, was für ein Spell kommt. Ein Frostbolt. Okay. Demolisher, für deinen Zweck. Nicht ganz.
Nicht ganz. Nein. Ja, das ist schon mal sehr schön. Nein. Nicht so ganz. Das war nicht so ganz mein Ziel. Hätte ich eigentlich die Olle wegbremsen sollen. Mr. Bomber. Mr. Bomber. Wenn den Schieb haben. Feuerball ist noch zu früh. Ist es gar nicht. Feuerball hat 4 Mann. Ne, doch. Scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer war ein Feuerball. 4? 4. Doch, könnte sie haben. Crossbolt into... mit der Heldenfähigkeit würde gehen. Ja, das ist so das. Oder sie spielt halt irgendwas. Oder sie macht einfach gar nichts. Das geht auch. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, gegen den oder die habe ich schon mal gespielt. Oh, doch Feuer? Feuerball oder Schieb? Ich frage mich, ob... Fireball oder Schieb? Crossbolt. Ja gut. Dann kann sie aber nichts spielen. Dann kann sie aber nichts spielen. Oh mein Goldmaster. Ich bin am Überlegen, mir den YOLO-Bomber zurückzuholen. Ich bin am Überlegen, mir den YOLO-Bomber zurückzuholen. Weil der könnte später eventuell noch nützlich sein. Ich denke, das mache ich. Hol mir den YOLO-Bomber zurück. Weil den YOLO-Bomber kann ich noch gut kombinieren, wahrscheinlich mit irgendwas. Oder ich kann es zumindest versuchen. Abgesehen davon habe ich nicht gerade was auf der Hand, was ich spielen kann. Monster-Tier. Das würde mir mehr Schaden machen als ihm selber. Daher ist es gerade ein bisschen schwer, ihn zu spielen. Und er sieht aus wie einer von Kiss. Oh, Ogre. 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 Ich fress ihn. Die 6 Schaden. Die nehme ich in Kauf. Die nehme ich jetzt mal in den Kauf. Rein. Ich hätte auch Kultmaster spielen können und meinen Bär da reinlaufen können, lassen können. Er hätte schon eine Karte ziehen können. Aber das war jetzt, weiß ich nicht, das wäre jetzt nicht so doll. Turn 7 ist Flamestrike Gefahr, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt für sie. Frag mich, was die bitte auf der Hand hat. Wenn sie nichts nicht wirklich was spielen kann, die könnte die kein Wasserelementar oder so. Würde mir jetzt richtig krass nerven tun. Was soll ich nur tun? Könnte mich jetzt richtig krass nerven tun. Also ich mache hier pro Runde 6 Schaden, wenn die nichts spielt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die da tut. Goblin Auktionär into Crossbolt auf. Oh, gerade. Auf OBS. Oh, auf dem. Oh, echt? Okay. Okay. Cool. Cool. Hätte ich auch nicht mal mein Gesicht herhalten müssen. Habe ich noch nicht mal mein Gesicht herhalten müssen. Ich habe jetzt eigentlich, bin jetzt nur auf den Gesicht gegangen mit der Axt, weil ich noch eine Axt im Petto habe. Blizzard. Into Ina. Okay. 3, dann ist er bei 5. Ist das 5? Ja, 5. Plus 3. Kann ich aber nicht alles spielen, was ich vorhab. Könnte es mit YOLO-Bomber mal versuchen.
Nein. Ja. Nein. Ah, fast. Der Bomber, fast. Sie werden nicht wissen, wie ihnen das Flames 3Q und Flames 3Q. Eventuell jetzt. Und das Flames 3Q. Gut gespielt. Diese Runde geht. Oh, hat kein Flamestrike. Gut gespielt. Hat kein Flamestrike, die Misses. Dann tut mir aber leid. Das tut mir aber leid. So, es steht 4-1. Okay, Leute. Ja, Mensch, jetzt im Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder, okay? Also, haut rein und vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim selber zocken oder was auch immer ihr tut und so weiter. Also, haut rein, ciao. I'm done.